So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Entropy Center. Beim letzten Mal haben wir Killer-Roboter kennengelernt, viele neue Puzzlemechaniken und heute machen wir uns auf den Weg zum Reaktorkern, um dessen Explosion aufzuhalten, damit wir überhaupt erstmal die Entropie-Kanone richtig starten können. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. I can confirm that we are close to the reactor. We should be there soon. Dass wir uns so viel Zeit lassen können, seitdem die Erde explodiert ist. Aber gut, wir können ja schon mal 5 Jahre zurückspulen. Tür öffnen. Congratulations! Your proficiency with the rewind device has increased 174% in the past 4 hours. An Entropy Employee of the Month badge has been sent to your quarters. Ja. I don't think Employee of the Month holds much weight right now, but thanks. You're welcome. Wer hat die Daten ausgerechnet? Astra selber? Vielleicht doch irgendwer in der IT-Abteilung? Es hat gesprochen. Ich mache keine Witze, dieser Entropiebot hat gerade mit mir gesprochen. Er hat mit seinem kleinen abgedrehten Grinsegesicht angeschaut. Direkt in die Augen und ich schwöre, dass er gerade Bohnen gesagt hat. Beans. Ich weiß, das klingt lächerlich. Es war aber so. Er hat Bohnen gesagt. Ich kann ihn nicht dazu bringen, wieder etwas zu sagen. Er ist einfach weggerollt. Ich glaube, sie werden langsam empfindsam. Brock, ich mache mir langsam Sorgen. Bitte schau doch mal vorbei. Die Entropiebots sprechen nicht. Sie geben nur Pieptöne von sich und zwitschern. Wie wär's mit einem Kaffee? Du hast in letzter Zeit so hart gearbeitet. Patricia, er hat zu mir gesprochen. Ich kann nicht fassen, dass du mir nicht glaubst. Ich werde es Mary erzählen. Sie wird mir glauben. Mary. Brock, bitte schick mir keine Nachricht mehr, du absolut Wahnsinniger. Mary, dieser Nutzer hat sie blockiert. Okay. Mary hat, glaube ich, auch nicht so geglaubt. Wie dramatisch die Musik hier ist. Wir müssen irgendwas machen da drüben, damit die Tür hier aufgeht. Okay. Warum nicht? Bitte nicht noch mehr Killerbots auf jeden Fall. Ah, okay. Delivery Management. Okay. Was für Päckchen sind hier unterwegs? Oh, das ist echt fast ein bisschen unterwegs. Ach, ich kann Fließbänder zurückspulen. Stimmt, Fließbänder war noch eine Mechanik, die neu war. Okay. Hier wird alles Mögliche delivered. Irgendwie nichts, was man braucht. Okay, jetzt ist nur die Frage, wo ich hinfahren will. Hier ist ziemlich groß und offen. Erstmal hier in das Büro gucken. Ein Trampolin. Schon mal anfangen. Und brechen wir jetzt so aus den Testkammern langsam aus und dann ist aber nur noch Parcours. Hey Cole, vielen Dank, dass du mir deine Forschung schickst. Ich habe mit dem Entropie-Umkehrteam gesprochen und sie meinen, dass es gerade wieder passiert ist. Das macht also wie oft? Viermal, dass wir das gleiche kataklysmische Ereignis haben? Ich verstehe es nicht. Ich denke darüber nach, die Entropie-Botschaft auf der Erde anzurufen, um einen umgehenden Check-in zu vereinbaren. Hey Beth, das klingt gut. Sag mir Bescheid, wie der Anruf gelaufen ist. Ja, bin gespannt, ob die Menschheit da irgendwie noch existiert. Ob sie antwortet. Wir haben ein Trampolin. Man muss wahrscheinlich einfach aufpassen, dass das Trampolin nicht weggeförderbandet wird. Indem ich hier runterspringe. Hallo? Holy, war aber echt flott unterwegs. Da drüben wird alles gelöscht. Die Tür ist eh zu. Warum ist die Tür zu? Weil da oben Knöpfe sind. Das Zurückspulen von dem Trampolin geht einfach genau bis hier oben. Bitte lass es mich anfassen, danke. So, muss ich. Ich hätte es auch einfach hinter mir zurücksetzen können, aber egal. Genau, wir wollen über. Wir wollen ja darüber, so gesehen. Warum darf ich es nicht anvisieren von hier aus? So, wir halten das hier an. Dann hoppen wir das. Und drauf. Spulen dich hoch. Und könnte ich weiter mitnehmen? Ja, genau. So, da haben wir einen Knopf. Schauen wir mal, ob wir da einfach so hinkommen. Oder ob wir hier noch was brauchen. Sehr mysteriös alles von der Musik her und so, ne? Warum sind hier oben überhaupt Büros? Eins ist aufgesperrt. Und dann will ich dich mitnehmen. Und da hinten müssen wir noch. Genau. Wirkt bisher sehr klug, das weiterhin mitzunehmen. Genau, perfekt. Zack. Und hier hoch und Aufsperr Nummer 2. So, die Tür ist offen, aber das Trampolin will nicht mitgenommen werden. Denkt es. Denkt es? Ich weiß es nicht. Ich gucke gerade mal. Ich überlege.
ob ich irgendwie eine Möglichkeit finde, das da drüber so oder dran vorbei reinzuwerfen. Okay, wir gehen eben mal dahin. So, wir sind durch die Tür durch. Ich kann mit dem Trampolin hier auf die... Ja, das sollte gehen. Eigentlich. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. So. Und jetzt hüpfen wir hier drauf und heben das einfach hoch und heben es auf. Nein? Ich hab's. Und in die Wand berührt. Schade. Aber ich glaube, wir müssen eher mal nur das Fließband rückwärts laufen. Ich glaube nicht, dass wir unser Trampolin brauchen. Wäre auch sehr anstrengend geworden damit. Fließbänder sind schon cool. Da müssen wir was drauflegen, damit wir rauskommen. Okay. Ich sehe da einen Würfel. Warum ist es hier so dunkel und warum kann ich hier reinlaufen? Ah, weil ich jetzt außerhalb der Map bin. Hä? Als ob man nicht hier einfach in diesen dunklen Gang mal reinläuft. Besonders, weil es mir hilft, hier unten drunter durchzukommen. Jo, wie viele Würfel kommen denn da? Hopp. Und... ja, was habe ich davon? Ach so, wenn ich das zurückspule, dann fahren die Sachen doch auch rückwärts. Ja klar. Oh mein Gott. Null IQ. So. Genau. Kann man scheinbar auch unendlich lange zurückspulen. Oder gut genug zumindest, dass der Würfel mir entgegenkommt und die anderen alle runtergefallen sind. Ah. Verstehe. Rätsel gelöst. Sind es überhaupt noch Testkammern? Puzzle 1001. 1001 Puzzles. New puzzle element introduction. Conveyors. Use conveyor to transport goods in a linear direction. Note. Rewind conveyor to reverse direction of travel. Warum erklärst du mir jetzt, dass das geht? Nachdem ich schon selber rausfinden musste? Keine Ahnung. Aber sind es wirklich noch Puzzleräume? Ist irgendwie sehr kaputt hier alles. Und gerade so irgendwie noch beleuchtet. Okay, das Puzzle ist ja einfach, den Sprungding zurückzuspulen. Das hat ja noch nichts mit Förderbändern unbedingt zu tun. Einfach wieder das auf den Knopf und dann kann ich gehen. Ja. Dann auf, auf. Wenn man eine schöne Sprunglinie da immer sieht. Weil ich immer hüpfen muss beim Laufen. Normal gehen? Nee. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr tief irgendwie in der Fabrik hier gelandet. Puzzle 100, 1002. Also wenn ich jetzt so mache. Oh ja, oh ja, oh cool. Speed ist nice. Dankeschön für dieses Tutorial. Wir haben eine Sprungplattform. Ah, okay. Ich verstehe schon. Wir müssen gar nichts machen eigentlich. Wir müssen einfach nur nochmal Speed holen und dann auf dem Trampolin landen, um den Speed beizubehalten. So. Yep. Yep. Dankeschön, 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 Dankeschön. Why, thank you. You're welcome. Welch ein schöner Applaus. Okay. Hier wollen wir mit Speed dann darüber hüpfen, aber dafür muss die Klappe auch oben sein. Was machst du? Du machst die Haustür am Ende auf. Das ist gut. Und du machst die Klappen? Nee. Ach, ich brauche zwei, um... Okay. Was macht die... Ah. Okay. Wir machen erstmal die ganze Würfelaufgabe und danach die Trampolinaufgabe. Ich verstehe. Okay. Wir nehmen das hier mit. Wir wollen dann gleich den Speed haben. Hui. Und dann da drauf bouncen. Mit unserem Würfel, um dann da hochzukommen. Genau. Den Computer holen wir auch gleich. Kann ich von hier aus computern? Nein. Ich dachte immer, wenn der orange Rand da ist, kann ich eh drücken. So, der liegt trotzdem hier am Ende da drauf. Aber bevor das passiert, machen wir jetzt das hier. So, und legen hier drauf. Genau. Du. Du kommst dann hier am Ende drauf. Aber vorher müssen wir dich reinlegen. Ja, müsste reichen. Okay, holen wir den Computer. Rätsel sollte gelöst sein. Hüpfen dann da hoch und spielen einfach beide zurück auf ihre Platten und dann, jo. Ta-da-da-da.
Hey Cole, das war einer der frustrierendsten Anrufe seit langem. Es begann damit, dass sie meinten, sie wüssten von dem Problem und dass sie die Daten, die wir ihnen geschickt haben, gesehen hätten. Sie sagen aber immer wieder, dass es nicht so einfach sei. Es ist keine isolierte Katastrophe wie all die anderen vorherigen Ereignisse. Das ist ein erhebliches, tief verwurzeltes Problem, das plötzlich auftaucht und sie wissen nicht, wie sie es beheben können. Dann schoben sie alles auf unsere Daten und meinten, sie seien fehlerhaft. Da muss ich zugeben, dass unsere Systeme anfangen zu spinnen, sobald wir versuchen, dieses Ereignis zu analysieren, weil es einfach so groß ist. Und trotzdem war ich geschockt. Warum hören sie denn nicht auf uns? Im Endeffekt glaube ich nicht, dass ich etwas erreicht habe. Ich mache mir langsam Sorgen. Beth, tut mir leid, dass das passiert ist. Es scheint dringend zu sein. Lass uns heute ein dringendes Treffen vereinbaren. Lade alle Managerinnen und Führungskräfte aus allen Abteilungen ein. Okay. Aber was ist auf der Erde so krasses passiert? Ist dann noch die Frage am Ende, dass es nicht mal irgendwie mehr aufhalten konnten. Speedy, Gonzales, hier einmal rein. Ich habe den Sprung nicht geschafft. Let's go. Danke. Jetzt will ich die Box zurückspulen. Bis dahin, genau. Und dann will ich dich auf deine... Hallo? Schuss, danke. Auf deine Platte zurückspulen und dann dürfte ich rausgehen. Wahrscheinlich. Aber cool, dass wir dieses Telefonat mit der Erde wenigstens geschildert bekommen haben. Das ist nice, die Daten davon zu bekommen. Auch wenn sie scheinbar auf das Entropie-Center sauer sind am Ende und das Entropie-Center nicht versteht, was falsch läuft. Teamwork. 4 Minuten. Ja, mach ich bald. Keine Sorge. Carla Reynolds. Versetzung. Hey Carla, ich wollte mich nur über die Möglichkeit eines Umzugs meines Büros erkundigen. Es ist wirklich ziemlich instabil im Moment und ich fürchte, dass der Puzzlebereich jeden Augenblick einfach einstürzen wird. Danke, Tim. Hey Tim, ich möchte mich für deine aktuelle Situation entschuldigen. Leider betrifft das fast alle. Das Problem mit den aktuellen kataklysmischen Ereignissen auf der Erde erzeugt solch starke Schockwellen, dass es das Center langsam zerstört. Vielleicht könnte einer der Puzzleagenten deinen Büroraum zwischen den Puzzleaufgaben zurückspulen. Danke. Danke, Carla, das klingt nach... Schon mal da runtergefallen oder so? Was halt, ne? Warum bist du auf dem einzigen Block, der hier so instabil ist? Ich würde mich da reinsetzen mit meinem Computer oder so, da wo ich wenigstens so Fels über mir habe und nicht in dieser riesigen Höhle oder so. Da ist ein Fließband, was gekippt werden kann? Oder ich verstehe es nicht. Vielleicht saß er auch dort und wurde von einem Stein erschlagen. Ich weiß nicht, ob man bl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 
Jo, ich bin richtig weit oben. brauche ich den Würfel noch? Nö. Keine Ahnung, was hier abgeht. Also, wir wollen das Trampolin hier unten drauf haben. Dankeschön. Reicht das echt für die gesamte Strecke? Das ist ein weiter Sprung. Und dann nehmen wir das Trampolin mit hoch, um uns zu helfen, wieder da die Höhe zu bekommen. Hier so. So, jetzt kannst du wieder runter auf deinen Knopf. Ah. Das ist cool, aber wir brauchen die Fließbandgeschwindigkeit. Ja, den Würfel brauche ich hier gar nicht. Ich brauche einfach nur das. So. Genau, wenn ich jetzt das hier laufen lasse, damit mitlaufe, dann habe ich Speed. Easy und durch. Wir haben den Raum gelöst. Puzzle Nummer 100.004, 3 Minuten 33. Was eine Zeit. Schön. Das freut mich. Puzzle 1005. Ein Fließband, ein Sprungblatt, ein Brückenstücken. In diesen Räumen, wo man immer die Unendlichkeit hat, erwarte ich immer irgendwelche geheimen Bürocomputer, die man finden kann. Also die Idee hier von dem Raum ist ja bestimmt, dass ich dann den hier runterfahren lasse oder so. Nachdem er mir hier eine Brücke gebaut hat. Dann gucken wir mal, wie wir das Rätsel hier lösen. Als erstes würde ich gerne mal das Trampolin einfach generell holen. Ja. Da bin ich schon zu tief, ne? Ja, vielleicht kann ich es nehmen, wenn ich hüpfe. Nein, kann ich nicht. Dann lege ich den Würfel so rum hier drauf und halte das Laufband gleich einfach an. Dann sollte ich da ja eine Brücke haben. Danke. Bisschen weiter rückwärts noch. So, perfekt. Dann haben wir hier das Trampolin. Wenn ich den Trampolin Speed nehme, hier so drauf, weil dann komme ich auch da hoch. Keine Ahnung, was ich davon habe, aber finden wir es erstmal raus. Genau. Und wo will ich hin und was will ich aktiviert haben? Nehmen wir mal das Trampolin mit. So. Einfach hier einmal hin und hüpfen. Perfekt. Und jetzt kann ich es wieder hier unten hinlegen. Und den Würfel kann ich auch mitnehmen. Und alles mitnehmen. Let's go. Zack. Die beiden oben. Und wenn ich das zurückspule, habe ich das auch hier oben. So. Wir legen den Würfel dahin. Dann nutzen wir das, um das Trampolin hier runterfallen zu lassen. Dann nehmen wir den Würfel mit und hüpfen damit auf das Trampolin, um hier hochzukommen. Und sind hier. Wohin will ich? Dann kann ich das Trampolin hier hochspulen, aufheben. So. Ich hätte erwartet, dass hier eine Tür ist oder so. Ich lass mal das Trampolin hier runterfallen, einfach mal zum Gucken. Da ist eine Tür. Wieso komme ich hier nicht mehr hoch? Was ist das jetzt für ein... Ich dachte, man behält seine Höhe. Also will ich den Lichtwürfel da hinten haben. Okay. So. Dann machen wir so. Pow. Legen die Brücke da hin. Holen dich wieder hoch. Wo ist die Aufgabe? Okay, wir kommen hier an dem Gitter nicht vorbei. Verstehe. Warte, wir kommen an dem Gitter vorbei. Ich kann auch einfach hier drüber hüpfen mit dem Trampolin. Was war die Aufgabe in dem... Hä? Keine Ahnung, es ist geschafft. Was sagt die Zeit? 4 Minuten. Oder 5 Minuten waren es, glaube ich, sogar 4,9 habe ich gesehen, bevor ich weitergerannt bin. Hä? Okay, Kapitel 10 abgeschlossen. 5 Kapitel verbleiben. Oder 4 eher gesagt. Hallo? Sieht hier wieder ein bisschen schicker aus. Nicht mehr ganz so im Trash-Gebiet. Sieht ein bisschen aus wie ein Bereich, wo ich schon mal war. Aber wir kommen zu Gebiet 11. Okay. Dass das mit der Erde dann so früh war, mit dem Zurücksetzen und Maschine anschalten und dann ist das restliche Spiel nur noch rumlaufen. Okay. Du bist eh, oder? Ja! Hallo wieder. I would say it's good to see a familiar face, but you all have the same face.
We're trying to get to the top. Think you can help? Puh. Thanks, E. Ich hatte kurz Angst, dass er mich abschießt. Thank you, fellow friendly robot. Note, new route detected to reach top floor. Schieb mich hier raus. Schade. Tschüss. Der hat mit seinem Ohr so gewackelt, um zu winken. Das war nett. Ground Floor, 0. Okay, 6 Stockwerke müssen wir scheinbar nach oben. Ja. Das hier ist der Entropie-Departier-Club. Na, guck mal, 85% waren für Nein auf Ananas-Pizza. Reminder, Kevin is no longer allowed to attend the Debatia-Club. Please do not let him in. Ist ein bisschen offen hier. Aber Kevin hat scheinbar eine schlechte Meinung, was mit die Roboter angeht. Ist alles? Okay. Kevin ist nicht mehr erlaubt. No more Kevin. Ja, dann klettern wir mal damit hoch, würde ich sagen. Warte, müssen noch ein bisschen mehr auseinanderfallen. Dankeschön. So. Bitte einmal nach oben. Dankeschön. Dann gucken wir mal, was wir sonst so an Wegen finden. Einfach hoch? Sollte ja gut machbar sein, solange die Treppen da sind und alles. Okay, da sind keine Treppen mehr. Okay. Ah, die Erde macht ein bisschen, hilft uns ein bisschen auch. Danke, Erde. Haben wir eigentlich gar nicht verdient, dass die Erde uns hilft. Obwohl, wir wollen der Erde ja eigentlich am Ende auch helfen, aber naja, wie hilfreich werden wir am Ende sein? Das bleibt abzuwarten. Wollen Sie da drauf? Ich glaube. Nee. Genau hier bin ich hochgeklettert. Muss ich gerade rüber. So. Wollop. Dankeschön. Small static charge emitted to handle grip. Tiredness detected in puzzle operative. Hey, turn that off. Static charge to awake feature cannot be disabled. All allocated puzzle exercises must be completed during the working day. Okay. Keine Pausen erlaubt und erwünscht. Den krieg ich da 100 pro hochgehoben. Jo. Ja, dann klettern wir einfach so hoch. Egal, was Aufgabe ist und was nicht. So. Da ist eine Treppe. Ja, nehme ich. Und da ist ein grünes Licht. Okay. Gibt es hier sonst irgendwas? Ach, hier ist noch ein Raum. Ach, mit so einem Brückenwürfel. Okay. Und einem Computer. Puzzle-Agententeam-Würfel. Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Entfernen von Puzzle-Elementen aus Puzzlebereichen streng verboten ist. Wir müssen derzeit einen Sprungwürfel und einen Brückenwürfel aus den Puzzlebereichen 11 bis 12. Puzzle-Elemente, die nicht zu Freizeitzwecken, bitte bringen Sie diese umgehend zurück. Ich brauche doch mein Companion Cube. Hat sogar dieselbe Farbe. Ja, fast. Nur lila eigentlich. So und so. Ja, ich kann damit das Brückenling für mich hochheben. Ich glaube, das war nicht so die Intention, dass ich das die ganze Zeit mit dabei habe, oder? Da rechts ist noch ein Zimmer offen. Da können wir kurz noch reingucken. Die Zimmer, die offen sind, haben extra Lampen drüber an. Das habe ich jetzt erst gemerkt, nachdem ich ganz oben war. kataklysmisches Ereignis. Ja, ich würde es gerne lesen. Ich habe heute den ganzen Tag mit dem Entropie-Umkehrteam verbracht. Ich glaube, so etwas hat man noch nie erlebt. Und ich mache mir langsam Sorgen. Nachdem sie vorhin zurückgespult und sichergestellt haben, dass es sich um diejenige, welche handelt, wurden die Zeugen der gleichen kataklysmischen Katastrophe vor knapp einer Stunde auf der Erde... Nochmal. Nachdem sie vorhin zurückgespult und sichergestellt haben, dass es sich um diejenigen, welche... Okay, ich verstehe den... Warte. Nachdem sie vorhin zurückgespult und sichergestellt haben, dass es sich um... Diejenige, welche handelt, wurden sie Zeugen der gleichen kataklysmischen Katastrophe vor knapp einer Stunde auf der Erde. Noch schlimmer, die Explosion bei diesem Ereignis ist so stark, dass bei der Wartung Schäden am Hauptentropiegerät und an unserer externen Schutzkapsel festgestellt wurden. Es besteht die Gefahr einer dauerhaften Beschädigung des Centers. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich verstehe nicht, was da unten so Schlimmes los ist, dass man nichts dagegen tun kann. Selbst wenn man ihnen verdammte Beweise für ihr eigenes bevorstehendes Ableben vorlegt und die genaue Ursache zeigt, unternehmen sie nichts dagegen. Wir müssen dringend eine Interventionsmeeting einberufen. Vielleicht sind die Menschen da... Vielleicht sind, hat irgendwas Autonomes da unten übernommen oder so. Ich habe keine Ahnung. Das ist schon wieder unser Geist. Hallo. Das war was so sehr auffällig. Okay, du willst, dass wir nach rechts gehen? Da links ist eh zu.
Ich habe noch ein Trampolin dabei. Ich glaube, das wird mir gleich wieder weggenommen. Ja. New puzzle element introduction. Transformers. Take an entropy cube through a transformer to change it into another type of entropy cube. Entropy cubes can be rewound through a transformer to restore it to its initial state. Got it. Safety note, walking through a transformer will not turn you into an entropy cube. But for extra safety, please don't stand near the transformer for extended periods of time. Okay, I'll tell you if I start feeling foxy. Okay, versteh's. Also machen wir das und dann machen wir das und das sind ja die im Museum die schwerste Puzzle-Variante. Alles cool. Gefällt mir die Idee, dass man das dann so umwandeln kann. Und es gibt wahrscheinlich verschiedene Farben, ja genau. Haben wir jetzt blau und Ding. Und blau ist einfach eine Laserbox und lila ist eine Brückenbox. Okay, und wir müssen zu der Tür hin und eine Box unten hinlegen. Boxieren. Brücke machen. Hüpf hoch. Und Brücke einfach. Die haben es hier extra schräg gemacht. Die Lümmel. Wussten ganz genau, was ich vorhab. Wollen ganz sicher gehen, dass ich nicht das mache. Ich kann nicht sogar machen. Guck mal, sie haben es ja trotzdem gesichert, wegen der Glasscheibe. Brauchen sich doch gar keine Sorgen machen. Wenn ich es schaffe, da drauf zu klicken und gleichzeitig zu hüpfen. Also es angucken und dann nach hinten rechts hüpfen. Ich bin sehr erstaunt, dass es selber irgendwie funktioniert hat. Aber eigentlich müssten wir jetzt das bis auf die Platte hier kriegen. Cool, Rätsel gelöst, weiter. Wir werden nie rausfinden, was die richtige Lösung ist. 1,15 Minuten, let's go. Ich glaube, das macht ein Trampolin, das Blaue. Blaue Box und ein Trampoline. Ja, muss ich dann halt hier mir das Trampolin hinstellen und da das Trampolin hinstellen und da nochmal eine Brücke und so ein Hin und Her. Mhm, habe ich gemacht. Ich würde nie mit dem Brückenblocken irgendwas Unnatürliches machen. Nee, nee. If we die, we're taking you with us. Das ist kein beruhigendes Poster. Das sagen einfach die Bienen, oder was? Wenn die Erde untergeht, nehmen wir euch mit. Ja, keine Sorge, Bienen. Would you like to play some ping-pong? You don't have any arms. Don't have any arms yet. Mit dem Zoom ans Gesicht. That's deeply unsettling. Sehr geehrte Mitarbeiter, Teilnehmerplätze für die jährliche Entropie Center Tischtennis-Wettbewerb sind ab jetzt offen. Okay, boah. Danke. Ich möchte aber gerade kein Ping-Pong spielen. Vielen Dank. Kann ich den überhaupt zurückspulen? Nee. Öffnen. Okay, das war ein merkwürdig entspannter Raum. Kurze Zwischenpause. Da unten öffnet sich eine Tür, dann gehen wir zu Puzzle 1103. Und haben hier ein Rot und ein Blau. Und das brauchen wir. Also wir brauchen Laserblock. Das macht Laserblock wahrscheinlich. Das ist ein größeres Rätsel auf jeden Fall. Genau, wir können den hier dann runterfallen lassen und dann können wir uns ein Trampolin erschaffen auf jeden Fall. Das schon mal offensichtlich. Weil einen Standardblock brauchen wir so oder so nicht. Ja, wenn ich jetzt hier zurückspulen sage, zack, habe ich ein Trampolin. Okay. So. Trampolin. Da kann man mit dem Fahrstuhl hochfahren. Aber wofür? Ich kann ja mit meinem Sprung einfach hier rüber, ne? Die Ecke da brauche ich gar nicht. Okay, ich glaube, ich weiß wie. Also, wir spulen den Jungen hier zurück erstmal. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Der musste aufs Fließband, bitte. So, genau, der kommt hier einfach an. Dann will ich, dass er da durchfährt und da als Superwürfel ist, genau. So, und dann will ich ihn zurückspulen. Genau. Dann habe ich ein Trampolin.
Jetzt will ich das Trampolin mitnehmen. Hier hoch. Mir da so hinwerfen. Irgendwo. Und da drauf hüpfen, um hier hoch zu klettern. Und jetzt will ich es einfach nur zurückspulen und hab doch einen Laserblock vor mir, oder bin ich doof? Ich habe schon wieder das Rätsel bestimmt komplett anders gelöst, als ich sollte, aber da fällt mir jetzt keine bessere Lösung gerade ein. Ja. Es hat geklappt. Wir haben da noch einen Fahrstuhl. Und... ja, keine Ahnung. Es hat funktioniert. Ich habe die Elemente genutzt. Das ist ja nicht jetzt geschummelt gewesen, wie bei manchen anderen Räumen. Kann ich mitarbeiten. Lösungszeit beträgt 3,11. Ich hätte wünscht, dass es ein bisschen schneller kommen würde, tatsächlich einfach. So, jetzt haben wir einen gigantischen Raum. Aber wirklich. Aber erstmal Computer. Betriebsschutz. Tommys Fuß. Ich wollte nur einen Vorfall im Puzzle 1203 melden. Tommys Fuß ist teilweise ein Würfel. Er stand zu lange neben einem Transformator und jetzt schaut euch seinen Fuß an. Er sagt, er habe quälende Schmerzen, aber irgendwie gefällt ihm sein neuer Fuß. Wie beheben wir das? Tut mir leid zu hören, dass die Transformatoren immer noch einige Nebenwirkungen haben. Sie hätten vor nicht allzu langer Zeit neu kalibriert werden sollen, um keine organische Materie mehr in Mitleidenschaft zu ziehen. Wir werden eine weitere Prüfung veranlassen. In der Zwischenzeit sollte einer der Puzzleagenten Tommy wieder in seinen Vorwürfelzustand zurückspulen. Wir empfehlen nicht, den Fuß als Würfel zu behalten, da sich dies nachteilig auf seine Gesundheit auswirken könnte. Danke, Sarah. Ne? Wer will den Würfelfuß behalten? Was ist los mit Tommy? Wir haben eine Box wahrscheinlich, die alles machen muss. Verstehe schon, warum das die schweren Rätsel sind. Ja. Können Trampolin und Sprungblock draus machen. Mehr sehe ich gerade noch nicht. Und wir können hochhüpfen. Hier. Okay. Die Idee wird ja auf jeden Fall sein, dass wir durch Zurückspulen beide der Portale wieder nutzen, um alles zu machen. Wir müssen einfach nur wieder das gesamte Rätsel rückwärts ablaufen lassen. Ja, hier brauchen wir dann eine Brücke darüber und dann müssen wir den Block am Ende noch da drauf holen. Also, das ist der Endstand. Der Würfel ist dann hier drauf. Und wie kriege ich den da hoch? Eventuell brauche ich gar kein Trampolin. Trampolin ist schon wieder nur ein Bait. Weil ich den Würfel da drauflege. Entschuldigung, nochmal jetzt drauflege, nachdem ich mit dem Open war. So ist richtig herum. So, dann müsste ich den Würfel doch jetzt zu mir hochspulen können. Was will ich machen? Ich weiß es nicht. Da hinten können wir auch hin. Vielleicht hilft mir die Ecke weiter. Ah, hier soll ich mit dem Trampolin dann was machen wahrscheinlich. Obwohl, ich bin unschlüssig. Was will das Spiel von mir? Ich habe eine Lösung, aber das ist nicht die richtige. Weil ich glaube, ich dann keinen Brückenwürfel brauche am Ende. Ich mache das, was ich bei einem anderen Rätsel mal rausgefunden habe. Wir machen das, heben den hier auf und gehen die Strecke. Das wird so anstrengend. Das wird so eine lange Strecke auch. Und legen es da drauf. Und jetzt haben wir fertig. Weil ich halt die ganze Zeit überlege, wie kriege ich den Brückenwürfel hier hoch, wenn ich nur einen Block habe halt, ne? Ja, aber jetzt ist die Idee, wir spulen den Boy immer zurück und hüpfen auf den, während wir ihn zurückspulen, weil das funktioniert. Da bin ich gespannt, was hier die richtige Lösung ist. Ich schwöre, ich habe Q gedrückt. Dann ändere ich die Strecke. Ich kann die Strecke ja trotzdem so bauen, dass es wesentlich einfacher ist. Hier an der Wand entlang, hier bis zu der Ecke und dann hier lang. Zack und dann da drauf. Zack. So müsste es eigentlich ziemlich einfach sein mit dem Zurückspulen und draufhüpfen und so, dass wir es hinkriegen. Auch wenn ich noch nicht genau verstehe, was mit den Lichtbrücken gewollt war. So, genau. Nochmal vorsichtshalber. Er muss ein bisschen spammen, vorsichtshalber immer. So, jetzt sind wir hier, genau. Jetzt können wir einfach auf die Platte spulen und rüberhüpfen. Aber das ist nicht die gewollte Lösung wieder. Irgendwie sollte ich ja mit Brücken arbeiten und mit der Ecke.
Ja, tut mir leid, wenn eure Lösungen mehrere Möglichkeiten haben, ne? Eure Puzzle mehrere Lösungen haben. Hallo, hier ist der Zukunftszombie. Ich möchte wissen, wie die zwei Rätseln richtig funktionieren. Ich habe nochmal einen Spielstand geladen. So, wir haben ja diesen lustigen Raum, den wir geskippt haben. Ich habe gerade schon kurz nachgedacht. Wir brauchen diese blaue Platte hier am Ende drauf. Müssen die blaue Platte da hinlegen, dass wir hier so rüberhüpfen können am Ende. Dann muss die blaue Platte für uns der Würfel werden und wir haben das Rätsel gelöst. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir einfach nur den Würfel zurückspulen und das war schon alles. Keine Ahnung, es ist auch eh nichts gigakompliziertes gewesen. So, einfach hier einmal drauf. Und zack, das war das Rätsel. Ach, werde ich hier gerade nochmal durchrätsel. Es gab übrigens einen Patch, der einfach 1 Million Bugs gefixt hat, aber ich hab vorher fertig gespielt. Also, wenn da irgendwas in Zukunft bei euch nicht mehr funktioniert, wisst ihr jetzt Bescheid. So, Raum Nummer 104. Hier ist eine Sprungplatte erstens. Dann kann man einfach hier hochhüpfen. Das ändert schon mal ein bisschen was. Ja, die Sprungplatte ändert eigentlich alles. Ich will hier eine Lichtbrücke rüberlegen, dass ich da hinlaufen kann. Und dann brauche ich da ein Trampolin am Ende. Also ich brauche Trampolin, Lichtbrücke, Trampolin. Fang also an, Trampolin auf Ende. Dann wirst du kurz eine Lichtbrücke, die mit mir hier hochgeht. Zack. Und dann gehst du mit mir nochmal hier durch und wirst da ein Trampolin. Ich hoffe, die Zeit reicht zum Zurückspulen. Sieht gut aus. So, das sollte das Rätsel sein. Einmal boing. Einmal hier rüberlaufen. Deswegen ist hier auch extra so eine Lücke zum Durchgucken. Und einfach hier schön durchspulen, dass wir da was auf der Platte haben. Okay, das ist die offizielle Lösung. Wenn man hier das auch hinsetzt, dass man drauf bounced. Das ist natürlich super ungünstig, wenn am Ende der Lösung das passiert. Aber egal, Spiel beenden. Bis dann. Ja. This is an entropy sensor emergency announcement. Entropy reactor core is at 30% stability. System reset required. Thank you. Ja, warum ist das System so weit weg? Von der Kanone? Wie dumm ist das denn? Wer hat das diese Station designt? So, was haben wir? Wir haben hier zwei Boxen, Laser und hier einen Transformator in Trampolin. Brauchen aber wahrscheinlich am Ende alles. Ich geh mal kurz da drauf, lass mich mal hoch. Ist da noch eine Box oder ist das einfach nur... Nee, ist nur ein Karton. Oder was auch immer. Wasserbehälter. Okay, wenn man das unterbricht, kann man da durchhüpfen. Irgendwas, was für den Ausgang benötigt wird, aber ich sehe noch nicht was. Laser. Laser wird für den Ausgang benötigt, Lichtbrücken, um so rüber zu gehen. Dann, okay. Du kommst mit hier hoch. Du brauchst mir hier eine Brücke. Jetzt bringe ich dich nochmal kurz runter und drücke den Knopf, damit ich mit dem Laserboy hochgehen kann. So. Jetzt habe ich beide hier oben. Yes. Wie mache ich mir eine Brücke und hole mir den Laser gleichzeitig rüber? Achso, ich brauche hier keine Brücke. Klar, ich brauche hier keine Brücke. Du fällst jetzt hier runter auf Fließband. Das ist echt jetzt so ein bisschen zu weit gerutscht. So. Du bleibst da stehen und blockst das. Genau. Dann kann ich da drauf hüpfen. Und hier rüber. Und das ist ja auf jeden Fall deine Endposition. Egal, was sonst in dem Raum passiert. Ja. Du kommst jetzt mit hier runter, drückst mir nochmal den Knopf, dass ich nochmal hochklettern kann. Du wirst zurückgespult und wirst wieder ein Würfelblock, der mit mir hier hochkommt. Ja, noch ein Stückchen, dankeschön. Du baust mir eine Brücke hier rüber und du wirst zurückgespult und drückst den Laser. Zack. Raum gelöst. Mit Originallösung. Sehr schön. Puzzle 3 Minuten. Okay, nehme ich. Ab in den Fahrstuhl. Kapitel 11 abgeschlossen. Und irgendeine Transformer-Referenz als Achievement bekommen. Aber ich habe die Transformer-Filme leider nie gesehen. Deswegen hält sich meine Freude in Grenzen. Hallo. What are these? These are explosive cubes. These are not part of the puzzle exercises. Most commonly used for demolition purposes by the engineering team. Okay, wir können einfach alles einreißen, was wir wollen. Das ist cool. Deswegen waren die nicht im Museum drin, aber trotzdem sind die cool. Wir haben einfach Dynamit.
Die Tür kann man nicht aufsprengen. Okay, Glastüren gehen kaputt, Holztüren zu stabil. Ich verstehe. Sollen wir noch eine Bombe holen? Spricht nichts gegen. Und ich kann auch alles, was ich kaputt mache, wieder reparieren. Okay, das wird die Rätsel auch nochmal schwerer machen, auf jeden Fall. Hallo, Geist. Jetzt ganz schön nah diesmal. Ach, hier sind sogar neue Bomben. Okay. Da habe ich mich unnötig gestresst. Ja, Rätsel lösen können die trotzdem. Das ist schön. Hier ist ein bisschen Schrott. Ich frage mich, was dieser Geist oder was es mit dem Geist auf sich hat. Ja, ich kann mir die Tür aufsperren und die Türen reparieren. Warum auch immer ich das wollen würde. Aber es geht. Niemand weiß, dass ich was kaputt gemacht habe. Auch wenn die irgendwie von sich aus schon brüchig waren. Ich nehme mal mit. Auch wenn ich wahrscheinlich eh gleich wieder neue kriege. Oder auch nicht? Keine Ahnung. Hier kann man alles Mögliche öffnen und zumachen. Mal die ganzen versperrten Türen öffnen. Das hat auch den Fahrstuhl geöffnet. War also gewollt. Let's go, ab nach unten. Okay, ich habe ja Dynamit, um die wegzusprengen im Notfall. Kein Problem für mich. Außer sie kommen wieder durch Wände und erschrecken mich mit einem Jumpscare. Okay, ist ja alles in Ordnung. Permission to launch these cubes at these guys? I'm not one to condone violence, but permission granted. Okay, danke. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine viel, viel bessere Idee. Ich nehme diese Würfel mit und mache einfach die Türen von denen zu. Wurde gesprengt. Die Roboter haben gewonnen. So, ich räume die einfach erstmal weg. Mach dann richtig zu. Und Box platziert. Sehr schön. Schleudern. Und die sprengen wir auch. So. Die Bot-Eingänge sind zu. Nicht mehr. Cool. Jetzt sind sie wieder zu. Okay, ich habe Ruhe. Was will das Spiel von mir? Muss ich die Regale sprengen? Nein. Habe ich überhaupt unendlich von den Würfeln? Ich weiß es nicht. Ich sehe nur zwei Lockdown-Symbole und sehr viele Bomben. Wo führt das Kabel hin? Hier durch, hier rein drücken. Okay, wo führt das andere Kabel? Hier in den linken Raum? Hier rein. Okay. Danke, danke. Das war sehr angenehm mit den Bomben. Ja, hier bräuchte ich ja auch eine Bombe. Muss ich nochmal eine holen gehen? Okay. Mache ich das kaputt oder den Ventilator? Scheinbar den Ventilator. Ach, ich kann den einfach... Lol, ich kann den zurückspulen, um Sachen anzusaugen. Die sind also doch, die sind auch echte Puzzlemechaniken. Die habe ich im Museum gesehen, als uns als so Deckenventilatoren abgetan. Das ist cool. Ventilatoren spulen finde ich nice. Das ist jetzt wahrscheinlich noch ein neues Gimmick halt. Puzzle Element Introduction. Entropy Fans. Entropy Fans will create a wind vector away from its origin. Rewind Entropy Fans to reverse wind force and pull objects towards them instead. Additional note. Entropy Fans can be used to propel yourself. Sounds fun. Analyzing body weight. You are of an acceptable body weight to complete this puzzle. Okay, enough of that. Thank you. Bin ich schwer genug? Nee, nicht zu schwer, Gott sei Dank. Rückspulereignis. Wir danken Ihnen für Ihre harte Arbeit in den vergangenen Woche. Alle Puzzleagenten haben Überstunden gemacht. Es ist uns gelungen, genügend Entropieenergie zu ermöglichen, um Umkehrereignis 2043 zu ermöglichen. Oder 2043, vielleicht ist es auch in dem aufs Jahr bezogen. Dieses Ereignis spulte die Erde 5 Jahre zurück, mit dem Zweck, das Aussterben der Bienen auf Erde zu verhindern. Ohne Bienen brach das Ökosystem der Erde vollkommen zusammen. Die Folgen waren massive Lebensmittelknappheit, Ernteausfälle und zivile Unruhen. Nun hat die Erde eine zweite Chance, die Bienen zu retten. Wir haben diese Information an die Erde geschickt und hoffen, dass der rapide Rückgang in den kommenden Jahren verringert werden kann. Mit freundlichen Grüßen, Kataklysmus-Team.
Die Erde explodiert, weil die Bienen zu wenig wurden. Und dann haben die Menschen um Ressourcen gekämpft oder sowas. Toll. Ja, gut, wenn die Bienen dafür weg sind, dann darf die Erde auch untergehen. Da habe ich kein Problem mit. Wir haben Ventilator in der Dicke. Wir haben Dornventilator, den wir nur nicht bewegen können. Aber dann müssen wir den Knopf drücken. Und wir haben Laser Cube. Achso. Wir machen das, aber saugen an. Genau, dann haben wir den Laser Cube. Müsste ja, fürs erste Puzzle müsste ja eigentlich ziemlich easy sein. Du bist davon jetzt hochgehoben. Genau, passt. Und wir lassen uns davon ansaugen. Und dann können wir dich in der Zeit zurückspulen. Zu dem Zeitpunkt, wo du den Knopf gedrückt hast. Sehr schön. Boah, hätte ich das nicht gelernt, dass ich die in der Luft zurückspulen kann. Hätte ich es irgendwie anders gelöst. Es wäre Horror geworden, hätte ich das nicht verstanden. So. Jojo, die Erde platzt wie immer. Kein Computer, der an ist. Schade. Ein Würfel. Ja, mehr haben wir nicht. Drück du mal für mich und zeig... Vielleicht ist es auch so, dass wir den Knöpfe drücken und der Würfel macht alles. Ich weiß es noch nicht. Ja, den Würfel können wir nämlich auch erst da hochbringen. Dann machen wir das. Würfel da drauf. Pow. Es ist irgendwie sehr schwer, das anzuklicken. Ich weiß es nicht. Würfel dahin. Danach Würfel hier drauf. Dann können wir ihn wieder zu uns hochholen. Jetzt sind wir hier und jetzt holen wir den Würfel hierher. Und jetzt ziehen wir uns beide da hoch. Ja, darf ich anvisieren? Danke. Ja, schieß, 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 schieß. Es ist nur ein Gitter. Du darfst schießen durchs Gitter. Charakter, hallo. Achso, der läuft nicht, weil der Strom braucht durch den Knopf da oben. Wieder, da ist ein Knopf oben. Ach, hier ist noch ein Trampolin. Ich sehe es gerade. Hier. Ah. Jetzt kann ich den Würfel da hochsaugen. Und dann kann ich, wenn ich den hier umdrehe, den Würfel mir wieder runterholen. Damit er unten ist. Was ist da hinten? Eine Druckplatte und eine Tür. Ja, will ich dann erstmal da durch? Scheinbar. Okay, die Idee ist wahrscheinlich, dass ich den Würfel dann so weit zurückspule, dass er mir hilft, alles zu machen, was er gerade gemacht hat. Und dann hole ich ihn wieder hoch. Also drückt er den Knopf für mich und dann den Knopf für mich. Und jetzt kann ich ihn dann zurückspulen und dann müsste er wieder oben sein, da wo er gerade war. Und dann können wir da zusammenarbeiten. So, jetzt kann ich dich zurückspulen nach oben. Genau, jetzt hebt es mich hoch. Genau. Und jetzt kann ich den Würfel noch weiter zurückspulen, bis er bei mir ist. Ja. Ich hatte gerade kurz Angst, weil ich keine Linie gesehen habe, aber da kommt sie. Zack. Hallo Würfel. Brücke. Moment, ist ein Knopf, um die Tür zu entsperren? Ich bin doch da. Hm. Puzzle Arena 12 Continue und Reaktorkern. Okay, da wollen wir hin. Wie lange haben wir gebraucht für den komischen Würfelpuzzle? 3 Minuten 45. Okay, nehme ich. Robos! Hallo! Und viele Robos. Sind wir sehr blind. Was will ich hier machen? Ach, das ist einfach ein Ausgang. Ah, ich verstehe, ihr könnt alles kaputt machen hier. Wir heben sie einfach auf und schleudern sie weg, bevor sie mich angucken. Keine Ahnung. Sind scheinbar irgendwie zu doof, gerade mich gesehen zu haben. Cool. This is an Entropy Center Emergency Announcement. Entropy Reactor Core at 5%? Okay, dann müssen wir uns jetzt mal beeilen. Dringende Wartung erforderlich, ja, danke. Recommendation. Hurry. What if the manual reset doesn't work? No worries, friend. I have the Entropy Essential Maintenance 101 Handbook installed on my systems. Let's see. Ah, yes. Step 1 of 93. To fix an overarcing or overloading reactor, disengage the Entropy Laser Capacitor Nodule, pictured image 20B, from the titanium rotation axle, pictured 31A,
Then, by using a machine-powered decoupler... Oh god, we're gonna die. Have hope. There is always a way. I believe in you, Arya. Oh, I'm glad someone does. Okay. So, ich wollte das ja eigentlich lesen, aber dann kam auf einmal dieser 7-Minuten-Dialog. Ich werde höflich bleiben, ich werde es aber auch noch einmal sagen. Bitte achte darauf, dass dein Arbeitsplatz aufgeräumt ist. Der einzige Grund, wieso wir dafür einstehen, ist das, was du tust. Wie kannst du dort sitzen mit großartiger Aussicht auf die Erde? Du kritisierst sie dafür, dass sie ihre Ozeane verschmutzen und verschwenderisch mit Ressourcen umgehen, während dein Schreibtisch unter einem Berg von Müll erstickt. Ich räume das nicht mehr auf. Ab sofort werde ich einen Post-it-Zettel auf alles kleben, was aufgeräumt und weggeworfen werden muss. Jean. Okay, noch sehe ich keine Post-it-Zettel hier massenhaft rumkleben. Das ist so wahrscheinlich der Schreibtisch von Jean, so ordentlich wie der ist. Echt merkwürdig. So, ich will mal weiter wegen Geräuschen. Bisschen nervig. Nichts. Nichts. Nichts, nichts, nichts. Okay. Wollen die mehr? Puzzle 1203. Ja, Reaktorkern 5%. Astra, wie viele Puzzle kommen denn noch? Du hast gesagt, direkt einen Weg hierher. Jetzt mache ich seit 2-3 Stunden Puzzle. So, Rätsel gelöst. Kein Grund mehr zu danken. Das ist eine Sicherheitsschwäche. Ja. Yep. Das werde ich ausnutzen. Im Notfall selbst so kann ich den Würfel einfach da hochspulen, aber... Interessant, dass ich den Sprung rückwärts geschafft habe, aber vorwärts gerade schon zum dritten Mal runterfalle. Wir haben hier einen Laser und einen Wind und einen Knopf. Also damit kann ich das anhalten. Ja. Das macht die Brücke. Dann spule ich das hier zurück. So. Genau, den Sprung geschafft. So. Im Zurückspulmodus bewegt sich die Box ja nicht. Und jetzt spule ich dich zurück. Jetzt zieht die Box an. Und wir können rausgehen. Okay. Cooler Raum. Dankeschön. Goodbye. Blub, blub, blub. Irgendwelche Knöpfchen werden noch gedrückt. Unsere Zeit war Puzzle Nummer 100. 1208, drei Puzzle habe ich natürlich bisher gemacht. 1,4 Minuten. Du arbeitest hier. I am unsure. But have hope, Arya. You have proven yourself very capable. Once you rewind Earth, you could safely return home if you so desired. I hope so. And what about you? What are you gonna do? I'm not sure what my purpose is if there are no puzzles to operate and manage. I guess. I may like to see what exists outside the Entropy Center. You should come too. Earth can be nice, from what I remember. Yes. I think I would like that. Hmm. Der Raum sieht sehr puzzelig aus. Was machst du? Du fährst das zurück. Danach machen wir das und danach machen wir das. So. Fahr mal das zurück. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich einfach daneben fliege. So, genau. Ja, mach mal. Ich hätte ja eh scheinbar alles gelöscht bekommen. Hier ist ein Ventilator, der mich dann auch ansaugen könnte. Aber ich will ja nicht angesaugt werden. Ich müsste den Laser da oben auch ausmachen. Das ist die Platte. Okay, ich kümmere mich um den Würfel also. Das ist einfach nur Würfel-Duty, ich verstehe schon. Okay, wir fahren die Platte dahin. Mach einmal Feuer, mach einmal zurück. Fang unseren Würfel. Den wir notfalls auch wieder, glaube ich, auf die Platte hochspulen können. So. Fahren den nochmal komplett zurück, weil jetzt haben wir gleich keine Kontrolle mehr über den Würfel. So. Jetzt machen wir das hier weg, dass der Würfel da durch kann. Er wird dann da an die Wand gedrückt. Und jetzt können wir ihn ansaugen. Jetzt haben wir den Würfel auf der Seite hier. Und hier hat der Würfel Macht. Die Macht, diesen Knopf für mich zu drücken. Hallo, geh mal runter. Erst wenn ich drauf bin, bitte. Wo ist eigentlich meine Puzzle-Musik oder so? Warum ist es hier so still? Und da ist ein zweiter Würfel. Genau das habe ich gehofft. So. Ja, jetzt muss ich eigentlich dasselbe machen, was ich am Anfang gemacht habe. Mich selber da durchkriegen. Das habe ich ja mit einem Würfel geschafft. Kann ich den ja eigentlich mit hier zum Anfang nehmen.
muss nur den Würfel mal zurücksetzen und dann so düpp, 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 düpp. So. Okay, ist mir fast weggefahren, die Platte. Ja, jetzt ist eigentlich alles egal. Ich geh einfach runter. Zack. Tür ist offen, ich kann raus. Jo. Vielleicht hatte ich mir irgendwie eine Idee, dass ich das da ausmache, aber warum? Keine Ahnung, wir können rausgehen. Das wäre mal fies, wenn dann hier oben so noch ein Block wäre, wo man so einem Feld wäre. Hallo Geist, seh dich. 5 Minuten. Bist du stolz? Keine Ahnung. Bestimmt bin ich das selber so, die Rätsel löst und ich folge eigentlich nur meinem Schatten. Ich habe ja gesagt, wir sind in der Time Loop. Jo, ein Reaktor. Und der ist kaputt. We found story. Let's go. Noch ganz kurz gucken, ob ich irgendwelche Computer lesen kann. Ganz wichtig. Das ist wichtiger, als den Reaktor zu reparieren. Ich gehe mal in Deckung. Will nicht irgendwie durch irgendwelche Strahlung gelöscht werden. Natürlich sind hier auch Roboter unterwegs. So. Ich weiß gar nicht, ob ich mich verstecken muss oder nicht. Lauf einfach mal weiter. Ich muss irgendwie da runter. Ah, hier. So. Da ist sogar so ein Trampolinfeld. Peng. Hier kann ich irgendwas zurückspulen. Ich hasse es, dass ich den Schuss davon nicht anvisieren kann, weil ich die Brücke hier gerade anvisiert habe. Was auch immer du hier machst, du gingst mir auf den Senkel. Komm her, weg. So, wir haben hier ein Würfelchen. Es öffnet uns die Tür. Wir haben hier einen Ventilator, der uns hochziehen kann. Okay. 1 und 2 und 3 und ziemlich hoch. Okay, ich habe es ein bisschen zu oft gemacht, aber ich dachte, vielleicht brauche ich die Box auch noch oder so. Aber scheinbar nicht. So, Förderbänder, okay. Alles hier zusammengestürzt. Keine normalen Wege mehr da. Ist hier ein Brückenwürfel. Mein besten Freund. Peng. Ja, alles stabil hier. Ich weiß nicht, wo ich hier gerade lang gehe, aber da war eine Brücke und ich wollte lang gehen. Hallo. Ich könnte mich nutzen, um da rüber zu kommen. Kann ich hier was reparieren? Die Leuchte ist so schön grün. Ausmachen! Schalter umlegen, bitte! Huh. Okay. Cool. Nicht cool, wenn ich umfalle. Tatsächlich. Okay, jetzt darfst du. Huh. Da kann ich runterhüpfen einfach. Und wir sind gleich da. Gleich sind wir da. Noch ein Jump. Warning, kataklysmisches... Ja, okay. Kataklysmisches Ereignis. Da ist er. Du hast nur ein paar Meter noch näher. Kann ich dich nicht zurückspulen oder so? Nein, aber nicht. Dahin piept es aber noch. Ich mach doch schon. Schneller geht nicht. Ganz bisschen noch. Und... Ah. Was habe ich überhaupt gemacht? Oh. Okay. Wenn du sagst, ich soll den Reaktorkern zurückspulen. Nein, der wird aber nur repariert. Ganz sicher. Nein! Hallo, Astra, nein! Astra, open this door. Automatic mode available.
Winding entropy core. Direct work. Saving Arya. Stop! There has to be another way. Entropy core stabilizing. Zero staff members detected in reactor field area. Emitting overload burst in 10. This will make the entropy device 9, functional again. You must 8, stay to initialize 7, it and rewind 6, Earth. I can't do 5, this without you. Open the 4, door. You've got this. 3, I hope you manage to make it home. 2, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass unsere Waffe sich für uns opfert, aber... No. Ui. Entropy reactor core is now stable. Entropy device can now be activated. Ui. Da finden wir doch unsere Waffe bestimmt gleich. Eieiei. Wenn ich jetzt puzzeln muss ohne Waffe? Kaboom. Kapitel 12 abgeschlossen. So, das ist mal ein schöner Cliffhanger. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge The Entropy Center, dem Finale. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Timmelmann.